Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Guten Tag. Hallöchen. Hier oder was soll ich testen? Ah, schön, ich habe die Waffe getestet. Toll. Ja, ich habe, wie gesagt, nach der letzten Aufnahme direkt noch eine gemacht, deswegen immer noch eine leicht deprimierende, melancholische Stimmung. Ich überlege gerade, ob ich jetzt dahin reise oder mich diesmal hinteleportiere. Die Stimmung wird halt einfach kaputt gemacht, wenn ich mich hinteleportiere, deswegen reiten wir hin. Würde ich sagen. Ah, diesmal können wir ruhig ein bisschen schneller sein. Los, lauf! Hässlicher Bastard. Überall tot. Verderben. Krankheit wahrscheinlich. Fahrende Händler, die haben es überlebt. Sehr schön. Komm jetzt. Scheiße, der Hexer! Fange den Zwerg. Wie denn? Ah. Schon gut. Kommt raus. Wie war eure Reise? Gute Überfahrt gehabt? Mit der löchrigen Nussschale von der Nebelinsel? Nur das Mädel könnt vor Glück reden, dass ihr nicht mitgefahren seid. Hättest sowieso nicht reingepasst. Der Kahn war so voll, dass wir fast untergegangen wären. Und nach Fischkacke hat's gestunken. Ihr habt mein Boot gestohlen. Geliehen. Wir wussten, dass es deins war. Ist es noch? Meinst du, wir würden einen Freund wie dich bestehlen? Dich ohne Seife vögeln, während du einen Rausch ausschläfst? Oh, das ist gut. Dann gebt ihr mir also mein Boot zurück. Wozu in aller Welt brauchst du in dieser Gegend überhaupt ein Boot? Na gut, vergesst es einfach. Wie hat es euch hierher verschlagen? Die Geschäfte sind schuld. Schlechte Zeiten, weißt du? Da muss man nehmen, was man kriegt. Brauchen die Leute hier den Landvermesser? Wir haben uns umorientiert. Setzen jetzt auf Wertsachen. Wertsachen? Sie kommen! Versteckt euch! Was ist denn los? Du hast uns nicht gesehen. Die Zwerge, wo sind sie? Zwerge? Tu nicht so. Wir sind seit gestern hinter ihnen her, nachdem sie Hochwürden Michelis goldenen Kelch gestohlen haben. Wer Verbrechern hilft, den wird das heilige Tribunal des ewigen Feuers richten. Wer ist Hochwürden Michelis? Ein reisender Priester. Ein Mann des Glaubens, vom Hierarchen persönlich gesalbt. Er hat bereits tausende Seelen geläutert. Und läutern, verstehst du das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen? Kennst du einen anderen Weg? Hier gibt's keine Zwerge. Willst du etwa sagen, das hier ist dein Lager? Fünf Humpen? Fünf Sättel? Alles deins? Ich verfolge diese Zwerge schon eine Weile. Sie sind mir etwa 2 Tage voraus.
Das Lager wurde überstürzt verlassen. Irgendwas muss sie aufgeschreckt haben. Hm. Vielleicht haben Sie gehört, wie wütend Hochwürden Michaelis ist. Gehen wir. Und du, Mutant, gehst uns besser aus dem Weg. Oh, danke dir, Hexer. Hab den anderen gesagt, dass du ein feiner Kerl bist und wir dein Boot nicht hätten klauen sollen. Hab gehört, ihr macht jetzt Geschäfte mit wertvollen Gegenständen. Ja, wir setzen auf bewegliche Dinge. Heutzutage weiß man ja nie, wann man einen vergoldeten Kelch mal gebrauchen kann. Verstehe. Was habt ihr damit gemacht? Der ist weg. Verkauft. An einen Herrn Spiegelei oder so. Lustiger Name. Hat aber gutes Geld bezahlt. Wir hätten es mit dir geteilt, wirklich. Aber du siehst mir eher so aus, als würdest du Geld aus Diebstählen nicht annehmen. Ja, du hast diesen rechtschaffenden Blick. Eindeutig. Ich will euer Geld nicht. Seht ihn euch an. Beleidigt. Als hätten wir ihm ein nacktes Mädel unter die Nase gehalten. Hexer folgen eben ihrer Überzeugung. Keine Diebstähle, keine Mädchen in den Po-Kneifen und keine Überfälle auf Reisende. Wir machen Ausnahmen. Besonders was Reisende angeht. Leb wohl, Hexer. Tja, da haben wir hier nochmal ein kleines Nebenquest gehabt und den Hexenjägern die Suppe versalzen. Schade, dass die immer noch aktiv sind, aber okay. Oh, der wird von Wölfen angegriffen. Ne, von Wildhunden. Und jetzt würde ich keinerlei Chance haben. Scheiße, Mann, ich glaube, der ist tot. Wird aber immer noch als Händler angezeigt auf der Karte. Richtig geil. Komm her. Anscheinend hat Spike gerade was getrunken. Jetzt lebt er wieder, sehr schön. Überall Erhangene. Das gibt dann auch schön wieder die Pest oder andere Seuchen bzw. Krankheiten. Wenn die Toten so liegen bleiben oder hängen bleiben. Aber am Anfang des Spiels war es genauso, von daher. Ich bitte dich! Langsamer! Was gibt's denn? Soldaten haben sie gefesselt! Da drüben in der Hütte! Wen gefesselt? Meinen Papa und Onkel Bogot und Klimko! Hilf mir! Ah ja, ja, jetzt muss ich wieder der ganzen Bevölkerung helfen, wie es aussieht. Hey, du da! Zieh ab! Im Namen des Königs! Ich kann noch nicht mal lesen. Das werden wir ja sehen. Raus! Ich püriere dir das Gedärm. Kreist hinein! Verdammt! Geil, dass wir nicht mehr mit ihnen reden konnten. Was ist denn da los? Der Hundesohn. So, wenn wir die Leichen jetzt hier liegen lassen, dann können die ja plündern. Okay, das Essen nehmen wir jetzt mit. Ach ne, wir brauchen ja gar kein Essen mehr. Ach, ich nehme gar nichts mit, weil dann können die das nämlich plündern und verkaufen, weil die werden ja wahrscheinlich verdammt arm sein. Hä? Konnte die noch irgendwie in schönen Dankgespräch oder irgend sowas? Was ist denn hier los? Wo sind die denn hin? Ach so, da geht jetzt einfach wieder rein, alles klar. Ja, guten Tag, hätte nur gerade das Leben gerettet, aber egal. Nee, nee. Hallo, ich hab gerade einen Fahrer, den. Oh. Ich hab dich im Blick. Ehre, Mut und Loyalität, Redanien. Los, los! Suche Honigwaben, gute Bezahlung, große Mengen erwünscht. Tomira, Kräuterkünstlerin.
Ich bring euch zu ihm. Ich zeig euch, wo er wohnt. Kommt. Schön denunzieren, hä? Aus dem Weg. Hä? Was zum Teufel? Da drüben, Herr. Das ist er. Bist du verrückt geworden? Gibt's Neuigkeiten? Ich will sie mal. Du nilfgaardische Spione. Ich? Niemals. Hat er das behauptet? Komm mit. Du Bastard! Nimm ihn mit. Gnade, Herr! Genug. Gott, vielleicht hätte ich die vorher umbringen sollen. Ich kann die nicht mal angreifen. Fuck! Einfach nur, weil der Typ das gesagt hat. Drecks Temerium. Ist es erledigt? Ja. Hat er dir geglaubt? Ich habe keine Ahnung. Für die Gorgo. Und wir haben einen neuen Auftrag. Bringt nicht viel Geld, aber es lohnt sich trotzdem. Du warst aber fleißig. Es gehört dir. Ein Hexerschwert. Schwalbe. Oh, wunderschön. Darf ich? Nicht hier. Du wirst bald genug Gelegenheiten dazu bekommen, Hexerin. Lass es uns ausprobieren. Radovid hatte viele Fehler. Er war grausam, impulsiv und krankhaft ehrgeizig. Taktisch war er jedoch zweifellos ein Genie. Mit haushoch unterlegenen Streitkräften besiegte er geschickt die Invasoren aus dem Süden. Der redanische Adler nahm den gesamten Norden unter seine Fittiche, auch Novigrad. Nachdem er den Sieg über Nilfgaard errungen hatte, wollte Radovid seine Hexenjagd vollenden. Wie schon in Novigrad brannten die Scheiterhaufen nun im vom redanischen König befreiten Temerien und Edirne. Im Namen der moralischen Erneuerung wurden tausende Kräuterkundler, Weideler, Heiler und Anderlinge der Ketzerei bezichtigt und ermordet. Für viele war die Freiheit unter Radovids Zepter schlimmer als die Unterwerfung. Solange seine Armeen einen Sieg nach dem anderen einfuhren, erwiesen die Untertanen Emir grenzenlosen Gehorsam. Doch als eine Serie von Niederlagen ihm den Nimbus des Unbesiegbaren nahm, da schlug die bisher im Verborgenen wirkende Opposition zu. So wurde der Kaiser, der auf den Grabhügeln seiner Feinde getanzt hatte, nun selbst zur letzten Ruhe gebettet. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte, auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, Thronerbin von Nilfgaard, wählte das Leben einer fahrenden Hexerin. Geralt lehrte sie alles, was er wusste, und jede seiner Fertigkeiten. Dann zogen beide allein weiter.
Bald erzählte man sich von der Jaruga bis zu den Bergen Kovirs, von den glorreichen Heldentaten der aschblonden Hexerin. Und Geralt, fragt sich der geneigte Leser? Nun, er blieb bei seinem Beruf, lebte von der Hand in den Mund, von Auftrag zu Auftrag, immer unterwegs und meistens pleite. Manchmal trafen wir uns auf ein starkes Getränk, oder auch zwei, sprachen von alten Zeiten und überlegten, was alles hätte sein können. Tja, das war's dann wohl mit dem Hauptspiel. Und ja, ist natürlich schade, dass der doch recht sympathisch rüberkommende Kaiser da doch noch gestürzt wurde und der redanische Herrscher verrückter und grausamer zu sein scheint, als er halt in den persönlichen Gesprächen etc. rüberkam. Aber ehrlich gesagt bereue ich es trotzdem nicht, dass ich den hier umgebracht habe, weil es einfach nicht die Aufgabe meiner Wenigkeit eines Hexers ist, zu entscheiden, wer an der politischen Macht ist und wer nicht. Abgesehen davon kann mir ja auch niemand garantieren, dass wenn ich dabei geholfen hätte, den redanischen Herrscher zu stürzen, dass es dann besser geworden wäre. Und man kann ja nicht in die Zukunft blicken. Von daher, ja, also ich bereue es nicht, dass ich das so gemacht habe. Im Gegenteil, ich bleibe meiner Meinung, dass das einfach nicht die Aufgabe von mir ist. Und wenn man sich halt an Witcher 2 erinnert, wo man im Endeffekt noch als Königsmörder verschrien wurde und den echten Königsmörder gesucht hat, gleichzeitig jetzt aber hier selber zum Königsmörder wird, das wäre dann schon irgendwie ziemlich Doppelmoral, also ja, was soll ich noch sagen zu dem Spiel? Es ist auf der einen Seite traurig, dass es vorbei ist, es ist nicht perfekt ausgegangen, denke ich mal, es gibt schon schönere Enden. Triss wäre zum Beispiel das bessere Ende gewesen, wenn wir mit Triss zusammengekommen wären. Schade, dass da nichts mehr berichtet wurde, was aus ihr geworden ist. Und es wäre vielleicht auch geil gewesen, wenn der redanische König trotzdem gestürzt worden wäre, aber ohne mein Zutun, und dann ein weiserer Mensch an der Spitze wäre, wie auch immer. Geiles Spiel, ich habe das ganze Spiel über gelobt, was soll ich sagen, wir haben über 150 Stunden gebraucht, ich glaube sogar über 151 Stunden. Es gibt nichts mehr dazu zu sagen, es ist das beste Rollenspiel aller Zeiten, zumindest seiner Art. Also ich habe kein Problem damit, das nochmal zu unterteilen und zu sagen, okay, natürlich das beste Rollenspiel insgesamt, wenn man jetzt noch 2D-Rollenspiele von früher reinnimmt, rundenbasierte Rollenspiele reinnimmt, wie FIFA, wollte ich gerade sagen, wie Final Fantasy. Das macht einfach keinen Sinn. Ich finde, man sollte den Spielen ihre eigene Kategorie lassen, aber in seiner Kategorie ist es definitiv mit Abstand das beste Rollenspiel, zumindest was ich kenne. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die das Spiel gespielt haben und anders sehen. Ich glaube nicht, dass es subjektiv betrachtet ein besseres Spiel gibt. Objektiv betrachtet vielleicht auch nicht, aber Objektivität ist bei sowas immer schwer zu finden. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass in den nächsten 10 Jahren ein besseres Rollenspiel dieser Art kommt. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, irgendwann ist es dann Standard, dass wir mit einer virtuellen Realitätsbrille spielen. Und wenn wir jetzt einfach das Spiel nehmen und in virtuelle Realität ummünzen würden, dann wäre es wahrscheinlich nochmal viel geiler. Deswegen, klar wird irgendwann ein Spiel kommen, was vom Gefühl her, vom subjektiven Gefühl her geiler ist als Witcher 3. Aber ich denke, es wird halt kein Spiel geben, das in die gleiche Kategorie gehört und ein Spiel, was in der virtuellen Realität spielt. Hat nicht die gleiche Kategorie. Es wird kein Spiel geben, was in der gleichen Kategorie spielt und geiler ist als Witcher 3, nie. Kann mir nicht vorstellen. Wie soll das passieren? Der Fortschritt geht weiter, die Spiele entwickeln sich weiter und niemand wird sich die Zeit nehmen. Ich frage mich, wie viele tausend Stunden die ganzen Menschen, die daran teilgenommen haben, wie viele tausend Stunden das insgesamt waren, die hier reingesteckt wurden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann irgendwie ein Spiel gibt, das, wie gesagt, in der Kategorie spielt wie Witcher 3 und besser ist. Das ist einfach unmöglich. Ja, wie gesagt, leicht melancholische Stimmung, aber ich weiß ja, es gibt noch 2 Expansion Packs, die ich natürlich auch spielen werde. Ob das jetzt direkt ohne Pause weitergeht, also ob jetzt direkt morgen zum Beispiel das erste Expansion Pack losgeht, weiß ich nicht. Ich kann jetzt hier an der Stelle sagen, dass ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht mit Dark Souls 2 angefangen habe, aber jetzt natürlich einfach die Zeit und den Luxus habe, mich
Dark Souls 2 zuzuwenden. Ich habe einige Folgen vorproduziert für Witcher 3. Das ist super geil, weil jetzt habe ich einfach die Zeit. Ich weiß gar nicht wie viel, vielleicht 10 Stück, 15, also ein halber Monat oder sowas Zeit, einfach nur Dark Souls 2 zu zocken, da ordentlich Folgen vorzuproduzieren. Und sobald ich da irgendwas zwischen 10, 20 Folgen habe, der Meinung bin, okay, geil, jetzt kann ich Dark Souls 1 jetzt mal raushauen. Ich habe ein bisschen Luft mir gemacht. Geht es dann los? Logischerweise, wenn ihr diese Folge hier seht, wird Dark Souls 2 schon angefangen haben. Da bin ich mir relativ sicher. Und ja, ich finde es einfach geil. Ich kann mich jetzt auf Dark Souls 2 konzentrieren. Auch ein Rollenspiel, aber natürlich eine komplett andere Kategorie. Und sobald dann bei Dark Souls irgendwann die Stelle kommt, wo ich mir denke, fuck man, du brauchst jetzt ein paar Tage Pause oder sowas, oder du brauchst einfach ein anderes Spiel zur Ablenkung, dann werde ich anfangen mit dem Expansion Pack, mit dem ersten von Witcher 3. Und je nachdem, ob dann das Let's Play hier schon ausgelaufen ist oder nicht, je nachdem, wie viele Folgen ich von dem Expansion Pack Witcher 3 produziert habe, wird es dann entweder direkt morgen weitergehen mit dem Expansion Pack oder es wird ein, zwei Tage, vielleicht maximal eine Woche Pause geben, bevor das dann mit dem Expansion Pack weitergeht. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen, selbst wenn morgen nicht direkt die erste Folge vom Expansion Pack kommt. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Hearts of Stone ist oder Blood and Wine, aber ich glaube Hearts of Stone war das erste Expansion Pack. Also selbst wenn morgen, egal, da heißt jemand, ach nee, Quatsch. Ach, ich dachte gerade, da heißt jemand mit Nachname Germany, aber das war einfach nur der Name von der Firma, die es übersetzt hat. Egal. Ja, selbst wenn es nicht morgen direkt weitergeht mit dem Expansion Pack mit der ersten Folge, seid nicht traurig. In spätestens einer Woche, würde ich sagen, geht's weiter mit Witcher 3 und dann, ich glaube halt, Hearts of Stone. Oder Heart of Stone, wie auch immer. Was halt ein bisschen schade ist, sage ich mal, dass jetzt natürlich diese, in Anführungsstrichen, negativen Dinge, die am Ende passiert sind, dass die sich jetzt logischerweise durch diese Expansion Packs durchziehen. Das heißt, der Temerische König ist immer noch an der Macht oder hat die Gebiete da eingenommen. Das Kaiserreich wird wahrscheinlich gerade zerfallen oder im Umbruch sein, weil der Kaiser tot ist. Ich bin nicht mit Triss zusammen. Das sind so ein paar Sachen, die natürlich einen ganz, 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 ganz kleinen Fadenbeigeschmack lassen. Aber es hat nichts mit dem Spiel an sich zu tun, sondern mit meinen Entscheidungen. Aber dafür ist das Spiel ja auch berühmt oder deswegen lieben wir es ja auch so, weil diese Entscheidungen eben bindend sind und man nichts dagegen machen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich es nochmal durchspiele, weil es einfach so einen extremen Umfang hat. Also ich werde wahrscheinlich Witcher 2 nochmal irgendwann annehmen und Witcher 2 ist ja wirklich relativ kurz und werde wahrscheinlich Witcher 2 dann einfach durchrushen, um einfach gegenteilige Entscheidungen zu treffen und zu gucken, was da passiert. Aber ich denke, Witcher 3 werde ich wahrscheinlich nicht nochmal spielen. Das ist einfach so umfangreich. Klar kann man jetzt sagen, okay, ich rushe durch und beeil mich. Vielleicht schafft man es dann in 30, 40 Stunden durchzuspielen. Ich kann es nicht einschätzen, wie lange es dauert, weil man wirklich gar keine Nebenquests macht. Aber ich kenne mich auch. Wenn ich Witcher 3 nochmal anfangen würde zu spielen, würde ich mir zwar vornehmen, okay, wir machen nur Hauptquests, aber sobald ich da irgendein Ausrufezeichen sehe, wo dann die Frau oder das Kind sagt, hier, helf mir, dann werde ich auch wieder weich. Wenn ich irgendwelche Fragezeichen, Orte durch Zufall entdecke, werde ich die wahrscheinlich auch machen. Also ich würde es wahrscheinlich nicht schaffen, mich nur auf das Hauptquest zu konzentrieren, auch wenn ich es versuchen würde. Aber es gibt schon ein, zwei Entscheidungen, die würde ich nochmal probieren. Also wie gesagt, ich möchte es nochmal ganz, ganz klar hier zum Ausdruck bringen, für alle, die noch nicht abgeschalten haben, ein paar werden schon abgeschalten haben, aber für alle, die nicht abgeschalten haben, ich bereue nicht die Entscheidung, den redanischen König oder nicht dabei geholfen zu haben, den umzubringen. Aber wenn ich dieses Spiel nochmal durchspielen würde, dann würde ich natürlich den redanischen, also bei diesem Quest helfen, den redanischen König zu stürzen, einfach um zu schauen, was dann passiert. Aber das liegt nicht daran, dass ich die Entscheidung bereue. Was ich wirklich bereue, sind zwei Dinge. Das ist erstens, dass ich den Geist befreit habe aus dem Baum. Und ich bereue, dass ich nicht Triss bekommen habe am Ende. Das sind die zwei Sachen, die ich wirklich bereue. Schade finde ich noch, dass der blutige Baron gestorben ist. Und schade finde ich, also er sich umgebracht hat. Und schade finde ich eben, wie das ausgegangen ist mit dem redanischen Reich. Und dass so viele Menschen dadurch sterben mussten. Aber im Krieg sind vorher wahrscheinlich noch mehr Menschen gestorben. Ja, also nur um es nochmal ganz klarzustellen. Und auch wenn ich das nicht bereue mit diesem Komplott gegen den redanischen König, würde ich ihn halt trotzdem durchführen, einfach um zu schauen, was dann passiert. Ich glaube aber, ich werde mir jetzt auch einfach auf YouTube, weil da gibt's auch Videos dazu, ich werde mir jetzt einfach auf YouTube die verschiedenen Enden nochmal anschauen. Jetzt habe ich das Spiel ja durchgespielt und ich möchte natürlich trotzdem wissen, was es noch so für Enden gibt. Es wird ja auch böse Enden geben und sowas, die ich halt niemals spielen würde. Deswegen, ja, vielleicht bereue ich es dann doch irgendwie, wenn ich die anderen Enden sehe, dass ich den redanischen König nicht gestürzt habe oder dabei geholfen habe. Aber mich interessiert einfach, wie das Ganze ausgeht.
Und also wie es in den anderen Enden ausgeht, könnt ihr auch jetzt gerne machen. Schaut euch einfach die anderen Enden an, wenn ihr Lust habt. Weil, ich weiß nicht, es gibt glaube ich 6 Stück oder so. Ich werde jetzt logischerweise das Spiel nicht 6-mal durchspielen und versuchen, jedes Ende zu finden. Das ist ja, also es gibt Leute, die das machen und wenn ich 1000 Jahre eingesperrt wäre in einem Verlies oder wo auch immer, wo ich mir 5 Videospiele aussuchen könnte, wäre Witcher 3 dabei und ich würde dann logischerweise versuchen, alle Enden freizuspielen und würde halt die verschiedenen Möglichkeiten, die mir gegeben sind, würde ich dann nutzen und würde wahrscheinlich, wenn es wirklich 6 Enden sind, ich glaube es sind 6, ich bin mir gerade nicht sicher, aber wenn es 6 Enden wären, dann würde ich wahrscheinlich 6 mal 150 Stunden investieren, weil wenn du 1000 Jahre eingesperrt bist, dann hast du, wie gesagt, wenn man das Schlafen mal wegnimmt, also oder wenn man das Schlafen nicht einberechnet, über 8 Millionen Stunden Zeit und selbst wenn ich dann in jeder dieser 6 Durchspielphasen mir extra viel Zeit nehme und sage, okay, ich dann 150 Stunden, reichlich brauche ich für einmal durchspielen 200 Stunden, dann wäre halt, ja, das wären das 1200 Stunden von über 8 Millionen, die ich zur Verfügung habe. Von daher würde ich dann natürlich das Ganze nochmals spielen und mir die Enden nicht anschauen. Aber da das nicht passieren wird, werde ich mir die Enden, ich weiß nicht, ob ich es mir direkt heute anschaue oder irgendwann mal, wenn ich daran denke. Es gibt denke ich nichts mehr zu sagen. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich irgendwo drauf drücke. Eigentlich haben die ganzen Leute, die hier aufgezählt werden, verdient, wenigstens durchs Bild zu laufen, weil das einfach so ein großartiges Spiel ist, aber ich werde es jetzt trotzdem überspringen. Da können wir, glaube ich, auch nochmal schauen, wie viele Stunden... Ach nee, Quatsch, das war in einem anderen Bildschirm. Bevor das Spiel startet, da kann man nachschauen, wie viele Stunden man genau gebraucht hat. Wir werden jetzt hier irgendwo auftauchen, weil wir logischerweise rein theoretischerweise immer noch weitergehen können. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch noch so ein paar Hidden oder um so ein paar Easter Eggs zu entdecken. Also vielleicht kann man jetzt zum Beispiel im Spiel rausfinden, wo ist Triss, wo ist Yennefer, wo sind die Zauberer generell, wo ist Ciri, wo sind die anderen Hexer. Vielleicht kann man auch Kira Metz nochmal wieder treffen. Ich fände es cool, wenn es so wäre. Ich muss nicht sein, es kann sein, dass es auch nicht so ist. Aber es würde mich nicht wundern, wenn man jetzt noch so ein paar neue Sachen finden würde, wenn man die Welt jetzt wieder durchstreift. Und die Geschichte von Geralt von Riva ist vorbei. Du kannst weiter durch die Welt reisen, Hexeraufträge erledigen und Abenteuer erleben. Beachte jedoch, dass die Welt dabei wieder so ist. Beachte jedoch, dass Welt dabei wieder so ist, wie sie vor dem letzten Kapitel des Spiels war und Quests im Rahmen der Hauptgeschichte nicht mehr verfügbar sind. Okay. Vor dem Beenden des letzten Kapitels? Das heißt also, sind in Kaer Morhen. Das heißt also, dass der Kaiser noch existiert wahrscheinlich, oder? Du hast neues Spiel Plus freigeschaltet und bist zu Beginn der Stelle einen neuen Spielstand. Starte ein neues Spiel, wähle die Option Neues Spiel Plus und wähle dann den Spielstand aus, dem du deinen Charakter importieren willst. Diese Prozedur kann nur mit Spielständen durchgeführt werden, die nach dem Freischalten von Neues Spiel Plus erstellt wurden. Ah, da ist es dann wahrscheinlich schwerer. Alchemie-Zutat, der kannst du Alchemie-Zutaten erwerben. Wer ist denn hier? Ja, wird halt irgendein Charakter da sein. Wie komme ich denn jetzt hier auf die Weltkarte? Ach ja, Leertaste. Novigrad, Weißgard, königliche Burg Wisima. Ja. Es wird halt einfach so sein, dass der Kaiser jetzt noch lebt, etc. Nur 3 Quests fehlgeschlagen. Nicht schlecht. Tja, ein tödlicher Plan. Das war sie. Der Plan. Ich will das nochmal durchlesen. Geralt mied Politik zwar wie die Pest, aber manchmal verfingert sich doch in ihren Fäden. So auch als Roche und Dijkstra ihn baten, einen ihrer Mitverschwörer zu suchen, der verschwunden war, als er sich inkognito unter den Nilfgaardern aufgehalten hatte. Als Geralt Dijkstra unter den flüchtigen Markern fand und beobachtete, wie Dijkstra Fluchthilfe leistete, beschlich ihn das Gefühl, dass der ehemalige Spion einen Gefallen von ihm fordern würde. Tatsächlich, so wie die Markier Segel gesetzt und Kuss auf Kurviers gastfreundliche Gestade genommen hatten, enthüllte Dijkstra dem Hexer, dass er einen Komplott zur Ermordung Radovids ins Werk gesetzt hatte. Er forderte Geralt zu einem alsbaldigen Treffen in der Passiflora auf. Als Geralt erfuhr, dass Dijkstra und Roche den vermissten Spion suchen wollten, erklärte er sich bereit zu helfen. Vermisste sind immerhin Vermisste und haben Hilfe verdient, seien es Soldaten, Schneider oder Suppenköche. Doch nach genauerem Abwägen kam er zu dem Schluss, dass er sich nicht in die hohe Politik einmischen und erst recht nicht an einem Meuchelmord beteiligen sollte. Denn darauf würde es hinauslaufen, wenn er den Spion fand. So verwarf er den Auftrag,
Roche und Dijkstra erwähnten die unzählige Angelegenheit nie wieder. Ja, also auch nach dem Durchlesen, ich sehe es immer noch genauso, genau was hier am Ende steht. Doch nach genauerem Abwägen kam er zu dem Schluss, dass er sich nicht in die hohe Politik einmischen und erst recht nicht an einem Meuchelmord beteiligen sollte, denn darauf würde es hinauslaufen, wenn er den Spion fand. Und dementsprechend, ich finde es zwar schade auf der einen Seite, dass es dadurch ja nicht zu dem Mord von Radovid kam und das Reich halt leider weiter besteht und viele böse Sachen gemacht hat, aber es gibt einfach Dinge, die man nicht machen darf, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn der Ausgang nicht klar ist. Also, verstehe mich nicht falsch, wenn ich jetzt Geralt bin und zu 100% gewusst hätte, okay, Radovid wird gewinnen, Radovid wird ohne meine Hilfe nicht gestürzt, Radovid wird viele, viele tausend Menschen umbringen und umgedreht aber weiß, wenn ich dabei helfe, ihn zu stürzen, dann wird alles viel, viel geiler. Das weiß ich ja immer noch nicht. Jetzt schreibt mir vielleicht der ein oder andere einen Spoiler und schreibt halt, ja, aber das wäre halt so und so gekommen, wenn du das gemacht hättest. Das werde ich vielleicht auch selber sehen, wenn ich mir die anderen Enden anschaue. Aber das weiß ich ja vorher. Selbst jetzt weiß ich ja, wie gesagt, nicht, ob es geiler kommen würde, wenn ich ihn umgebracht habe. Ich bin mir natürlich ziemlich sicher, ich bin ja nicht dumm, dass es so gekommen würde. Das wäre halt einfach ein anderes Ende gewesen, was positiver gewesen wäre. Klar, das ist mir schon klar, aber in dem Moment weiß ich das ja einfach nicht. Und aus diesem Grunde bereue ich das nicht. Ich bereue nicht, was ich gemacht habe. Ich bereue nur, was das Ergebnis daraus ist. Aber das konnte ich vorher nicht wissen. So. Und irgendwie alleine und einsam in dieser riesen Burg zu sein, ohne Vesemir, der leider auch gestorben ist, was aber leider kein optionales Ende war, sondern einfach ja, eine Tatsache, dass er stirbt, spiegelt auch nochmal irgendwie so die Melancholie weiter und die Tatsache, dass vielleicht in ein paar hundert Jahren kein einziger Hexer mehr in dieser Welt leben wird. Dass Geralt einer der letzten Hexer sein wird, vor allem von der Wolfsschule. Ich weiß nicht, ob noch eine andere Schule aktiv ist, aber ich glaube nicht. Ciri ist ja nicht gestorben, das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass nicht erklärt wurde, wie ist die entkommen, warum ist die entkommen, warum lebt die noch. Das Ding ist ja auch, ich konnte quasi gar nicht selber entscheiden, ob ich dem Kaiser jetzt mitteile, dass Ciri noch lebt. Obwohl das wahrscheinlich Geralt zu dem Zeitpunkt schon gewusst hat. Wobei Geralt, als er mit dem Kaiser geredet hat, war Geralt ja doch relativ traurig und hatte auch so fast schon Tränen in den Augen. Deswegen, er hat es wahrscheinlich zwei Wochen nachdem das passiert ist noch nicht gewusst, dass Ciri in Wirklichkeit noch lebt, glaube ich. Das Schwert, das wir dann jetzt im Endeffekt gekauft haben, war auch ein Geschenk für Ciri. Unten ist Plötze. Ja, ich glaube, Geralt hat es nicht gewusst, dass Ciri noch lebt, als er mit dem Kaiser geredet hat. Deswegen ist es vielleicht so gewesen, dass wir nicht die Option hatten, ihm die Wahrheit zu sagen. Und dann im Nachhinein wollte er das nicht. Aber ich hätte das auch nicht getan. Also ich hätte Ciri die Entscheidung überlassen. Und wenn Ciri halt möchte, dass die Welt oder der Kaiser denkt, dass sie tot ist, dann ist es halt so. Aber ganz ehrlich, es hat überhaupt keinen richtigen Sinn ergeben. Weil einerseits haben wir Ciri getroffen und sie war dann im Endeffekt, ja, ist dann ein bisschen heimlich dahin gekommen wahrscheinlich. Das hat niemand gewusst. Dann wurde aber in der Endgeschichte erzählt, dass Ciri und Geralt zusammen durch die Welt gereist sind und Geralt ihr die... Los, lauf! Was ist das denn? Müsste das nicht auf sein und wir müssen hier durchkommen? Oh mein Gott. Ja, dass sie durch die Welt gereist sind und... Durch die Welt gereist sind und Geralt ihr das Hexerleben beigebracht hat. Das wurde ja dann am Ende auch noch gesagt. Und dann wurde ja auch noch gesagt, irgendwann haben sie sich getrennt und sind halt alleine weitergezogen. So wie das halt die Hexer im Normalfall machen, wobei ich es auch merkwürdig finde. Also was spricht denn bitte schön da... Ach, ich kann ja nicht runterspringen, ne? Was spricht denn bitte schön dagegen, zusammen durch die Lande zu ziehen? Vor allem, wenn eben Geralt und Ciri sowas sind wie Vater und Tochter. Keine Ahnung. Aber egal, auf jeden Fall ist Ciri dann alleine durch die Welt gezogen. Und bald hat sich von unten bis oben, Norden, Süden, überall rumgesprochen, dass sie eine total wilde Hexerin ist und total geile Hexer-Dinger erledigt hat. Da frage ich mich doch, ist jetzt der Kaiser vorher gestorben, bevor das passiert ist, oder ist der Kaiser danach gestorben? Das hat man auch noch nicht so richtig gesagt, weil wenn der Kaiser danach erst gestorben wäre, dann hätte er ja mitbekommen, dass
Dann hätte Geralt, dann hätte ja der Kaiser mitbekommen, dass Ciri noch lebt und hätte wieder versucht, sie zu finden oder so. Also, war ein bisschen merkwürdig. Aber na gut, man kann sich, wie gesagt, einfach damit erklären, dass der Kaiser einfach vorher gestorben ist, bevor das passiert ist. Und schon braucht man keine andere Erklärung mehr. Ich würde halt schon gerne mal gucken, wer jetzt dieser Alchemist da ist. Das wäre halt echt interessant zu wissen. Also, falls ihr das wisst, dann schreibt mir bitte mal, ob man jetzt rein theoretischerweise wieder auf Triss und Yennefer treffen kann. Also ob die einfach irgendwo jetzt leben und man die dann quasi treffen kann und mit denen reden kann. Wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Oh. Da ist doch ein Weg, verdammt. Ich will doch einfach nur schauen, wer das ist. Von hier komme ich da nicht hin, obwohl der Weg genau in die Burg reinführt, wie es aussieht. Angeblich, wenn man links auf die, wenn man oben rechts auf die Karte schaut. Ja, also wenn ihr es wisst, schreibt es euch mal rein, ob man jetzt quasi Triss und sowas wieder treffen kann. Ach, und schreibt mir, also ihr habt es vielleicht schon mal geschrieben, aber schreibt mir noch mal rein, warum Soltan am Endkampf nicht teilgenommen hat. Was habe ich denn falsch gemacht, dass Soltan nicht dabei war? Das habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Das ist doch mit einer unserer besten Freunde. Unser bester Zwergenfreund auf jeden Fall. Okay, ich komme da nicht mehr hoch, scheiß drauf. Also unser bester Zwergenfreund auf jeden Fall. Habe ich irgendwas falsch gemacht im Hinblick auf Soltan? Er war ja auch mit dabei, als wir hier in der Burg zusammengekämpft haben. Ich verstehe einfach nicht, warum der dann nicht bei dem letzten Kampf mit dabei war gegen den Eredin etc. Sehr merkwürdig. Ihr merkt schon, es ist so lange jetzt in die Folge. Ich habe gar keine Lust, die zu beenden, weil obwohl ich weiß, es gibt noch ein Expansion Pack, ist halt trotzdem was anderes, wenn man jetzt das Hauptspiel beendet. Über 150 Stunden hat mich begleitet, ey. Scheiß drauf, ich will jetzt wissen, wer das ist. Wenn ich jetzt noch eine Stunde aufnehmen muss. Wir werden doch wohl irgendwie dort hochkommen. Ja, ich glaube, von hier kommen wir da nicht hoch. Also wer jetzt abschalten will, ich mache nichts Spannendes mehr. Ich gehe jetzt nur noch dahin und gucke, wer das ist und... Ich denke, ich werde jetzt auch die restliche Zeit, bis wir da sind, es sei denn, es passiert was mega krasses, werde ich auch nicht reden. Ich will jetzt einfach noch so ein bisschen die Atmosphäre genießen und mich vom Spiel quasi selbst verabschieden. Also entscheidet selbst, ob ihr das noch mit angucken wollt oder ob ihr halt jetzt schon das Ganze beendet. Das ist eure Sache. Oh, wie soll ich denn da hinkommen? Probieren wir mal was. Weil ich das gerade lese, versuche einen Angriff aus schnellen und steigen Angriffen. Steige Angriffe haben wir eigentlich nie benutzt. Außer am Ende bei Boxkämpfen. Ich verstehe auch gar nicht, also man konnte total geil mit schnellen Angriffen das Ganze lösen. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ein Kampf unbedingt effektiver wäre, wenn man jetzt steige Angriffe nutzt. Aber es war schon bei Witcher 1 und 2 so, dass man eigentlich keine große Flexibilität gebraucht hat im Kampf, um zu bestehen. Man konnte sich auf einmal konzentrieren und das hat man einfach gemacht. Kommt man denn da rüber? Jetzt muss ich mich aber echt mal aufregen. Muss ich echt hier rumgehen? Hier ist doch auch alles voller Berg. Ich komme da ja niemals hin.
verstehe das nicht. Wie komme ich denn da hin? Ich versuche mal hier hin jetzt erstmal zu kommen und dann vielleicht komme ich hier drüber klettern oder so. Diese ganzen abgeschlossenen Türen im Spiel, die gehen mir auch auf den Sack, ey. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Es gab so viele Türen, die abgeschlossen waren im Spiel, wo man noch keinen Sinn ergeben hat. Ich meine, ich bin jetzt hier wahrscheinlich der Burgherr. Warum komme ich hier nicht rein? Wo ist der Schlüssel, verdammt nochmal? Da ist der Weg. Wieso komme ich denn von hier aus rein? Schlüssel benötigt. Ich habe aber keinen. Keine Ahnung, vielleicht könnte man ihn ja irgendwo finden. Ist auch egal. Ja, vielleicht das letzte Geheimnis im Spiel. Also mal gucken, wer das ist. Hier war die Grabstelle. Hier haben wir wesentlich mehr verbrannt, aber... Die Anzeige ist nur ein Bug. Ich bin noch nicht mal traurig drüber oder wütend, was soll's. Gibt's ein besseres Bild, um das Spiel zu beenden? Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis bald, bis zum Expansion Pack. Guckt euch Dark Souls 2 an, wenn ihr es nicht schon macht. Wir sehen uns wieder. Tschö, tschö. Oh Gott, das wird so ein schweres Ende, wenn wir das zweite Expansion Pack durchgespielt haben und es dann wirklich das Ende ist mit Geralt, weil es wird keine weiteren Spiele mehr geben, höchstwahrscheinlich. Ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht nochmal ein Prequel machen, also quasi eine Witcher, ich meine, man kann eine Million Prequel machen, man könnte ein Spiel machen, wo sie zeigen, wie Geralt zum Hexer wurde, man könnte ein Spiel machen, wo sie zeigen, wie Geralt mit der wilden Jagd umhergezogen ist und so weiter und so fort, also da gibt es noch genügend Möglichkeiten. Und wenn man das Vogelbild machen will, könnte man auch noch ein Spiel machen, was nach dem hier führt, nach dem hier spielt, aber ich glaube, das wollen sie nicht machen, die Programmierer, deswegen das zweite Expansion Pack wird wahrscheinlich das Ende sein. Macht's gut, meine Freunde.